Heute zeige ich euch, wie man einen sich drehenden Duschkopf fixiert. Also ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich. Man will so eigentlich, dass der Strahl so rüber geht, versucht es so einzustellen, dann dreht sich es wieder zurück. Wenn ihr jetzt das Ganze ein bisschen anders drauf macht, dann dreht sich das Ganze immer so her. Ihr wollt ihn dann so haben, dann dreht er sich wieder so rüber. Das ist alles immer sehr lästig. So, und da gibt es aber einen ganz einfachen Trick, wie ihr das beheben könnt, und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt sehen wir das. Das heißt, ihr geht her, nehmt ein bisschen Tesafilm und wickelt das hier rum, um diesen Bereich. Ja. Ihr solltet vorher schauen, dass das ein bisschen fettfrei ist, dass das Tesafilm gut hält, also das Ganze ein bisschen reinigen. Dann auch abtrocknen. Ja. Da könnt ihr jetzt ein oder zwei Streifen draufkleben. Ja. Und dann werde ich euch zeigen, dass sich das nicht mehr wegdreht. So. Das sieht auch gar keiner. Ihr verwendet ein transparentes Tesa. Dann sieht das keiner. So, jetzt setzen wir das Ganze da wieder rein. Ja. Und jetzt, wenn ich das so rüber drehe, seht ihr, dass sich das nicht mehr zurückdreht. Ja. Auch wenn ich so rüber drehe, das dreht sich nicht mehr zurück. In manchen Situationen ist es auch so, dass alleine, wenn ihr den Strahl einschaltet, das heißt, sie steht so richtig, und wenn ihr den Strahl einschaltet, auf einmal bewegt, wandert sie in eine Richtung. Das finde ich immer sehr lästig und störend, weil man muss sich dann ins eine Eck der Dusche stellen oder den Kopf da festhalten, damit man richtig vom Strahl getroffen wird. Und jetzt habt ihr gesehen, ihr könnt da jetzt zwei Streifen drauf machen. Wenn ihr seht, es dreht sich immer noch ein bisschen, dann macht einfach noch einen dritten Streifen drauf. Ja? Und dann klemmt sich das da rein, ein bisschen, ja. Und dadurch hält es einfach besser und wird fixiert. Das ist eine ganz einfache Methode und mich ärgert es immer, wenn der Strahl wegwandert. Wenn euch das auch ärgert, seht ihr, so könnt ihr das beheben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.